no gunshots, but they getting low, 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 low. Hallo Leute, ich bin der Legendkiller und ich bedanke mich bei dir, dass du dieses Video eingeschaltet hast. In dem heutigen Video möchte ich mit dir über drei Themen reden. Als erstes möchte ich mal ein bisschen drüber reden, wann ich mir vorgenommen habe, jetzt meine Videos hochzuladen. Das zweite Thema ist so ein bisschen über Sony und Spotify zu reden. Und zum Schluss dachte ich, komm, sprichst noch was ein bisschen über Amazon. Also das erste Thema, wie schon vorhin erwähnt, ist meine Uploads. Ich habe mir überlegt, meine Videos eigentlich jetzt immer Freitag, so Freitagnachmittags, Freitagsabends hochzuladen. Aus dem einfachen Grund, die meisten Leute haben ab Freitagnachmittags Wochenende. Und das ist so eine schöne Zeit, da sind die meisten Leute, denke ich, doch mal gut gelaunt und denken sich, ach komm, guckst du dir mal ein Video vom Legend Killer an, hörst mal zu, was der so zu sagen hat. Und ja, ich denke einfach mal, da sind die Leute gut gelaunt, dann sind die auch vielleicht eher bereit, das Video zu Ende anzugucken. Und ich denke mal, das ist eigentlich so eine gute Zeit, wenn man kurz vorm Wochenende ist. Okay, es gibt manche Leute, die samstags arbeiten müssen, aber ich denke mal, der Großteil hat eine Arbeitswoche von montags bis freitags, beziehungsweise der Großteil von euch wird wahrscheinlich noch zur Schule gehen. Daher denke ich mal, so Freitagnachmittags ist eine gute Zeit, so zwischen Schule, Wochenende und Party. Einfach mal so ein Video von Legend Killer gucken, ist doch mal eine schöne Sache. Das zweite Thema, was ich gerne ansprechen möchte, ist Sony und Spotify. Und zwar hat Sony einen Exklusivvertrag mit Spotify unterschrieben. Und ab dem 29. März wird es für PlayStation 3 und PlayStation 4 eine Spotify-App geben, die meines Wissens nach PlayStation Music heißen wird. Und von dort aus könnt ihr dann halt eure Spotify-Musik auf der PlayStation 4 und auf der PlayStation 3 hören. Und zusätzlich könnt ihr nur auf der PS4, ich meine auf der PS3 geht das nicht, könnt ihr noch zusätzlich, wenn ihr zockt, Musik im Hintergrund hören. Das heißt, am 29. kommt die App raus. Ich glaube, am 27. März kommt der Battlefield Hardline raus. Das heißt, wenn ihr Battlefield Hardline habt, könnt ihr dann euch die Play Music App aus dem PlayStation Store runterladen und könnt dann im Hintergrund, während ihr Battlefield Hardline zockt und im Panzer fahrt oder im Flugzeug fliegt oder was auch immer ihr da machen werdet, könnt ihr euch im Hintergrund schön eure Musik reinhören, schöne Gangstermusik oder wenn wir cruisen oder sowas, wenn ihr schön durch den Panzer oder mit dem Jeep fährt und dann könnt man wahrscheinlich schöne paar Montagen machen oder wie auch immer. Und auf der PS3 meines Wissens gibt es die App auch, oder wird es die App auch geben, aber man kann, glaube ich, nicht während des Zockens Musik hören. Ist halt nur für PS4 gedacht. Und ich finde das eigentlich eine gute Idee, denn ich denke, die meisten Leute von euch benutzen Spotify, beziehungsweise viele von euch benutzen Spotify. Ich persönlich muss zugeben, ich benutze es nicht. Werde es mir aber wahrscheinlich mal angucken. Und Sony wird auch gleichzeitig, wenn die neue Musik-App rauskommt, beziehungsweise am 29. März, wenn ich mein Play Music heißt die, wenn die rauskommt, wenn sie auch ihren einigen Musikdienst, ich glaube Unlimited Music, Music Unlimited oder so ähnlich, werden sie den damit auch gleichzeitig beenden, denn der kam, glaube ich, nicht so gut bei den Leuten an. Ich glaube, der war auch überteuert. Und jetzt kann man halt mit Spotify, haben sie den Exklusivvertrag gemacht. Ich denke mal, das war ein guter Schritt von Sony, da rein zu investieren, denn viele Leute hören gerne Musik, wenn sie zocken. Mache ich persönlich auch. Wenn ich FIFA zocke, höre ich gerne Musik im Hintergrund, beziehungsweise meistens über den PC höre ich dann irgendwelche Musik. Und ja, beim Shootern höre ich eher selten Musik, weil ich dann immer lieber höre, ob da jemand im Schalldämpfer irgendwo um mich rumschießt oder bei Advanced Warfare, wenn jemand um mich rumjumpt, das hört man ja ziemlich gut. Und ja, das dritte Thema, was ich ansprechen möchte, ist Amazon, denn Amazon will jetzt ins Filmstudio, beziehungsweise ins Filmbusiness einsteigen. Sie wollen jetzt, ich meine, ab 2016, beziehungsweise Ende 2015, wollen sie ihr einiges Filmstudio aufmachen. Und dort wollen sie dann einige Filme produzieren. Ich meine, so bis zu 12 Stück pro Jahr haben sie gesagt, also ungefähr ein Film pro Monat. Am Anfang wird es wahrscheinlich nicht so schnell gehen, denn die Filme brauchen ja meistens, bis sie ein bisschen produziert sind. Also ich denke mal so ab 2017 ungefähr, wenn sie es wirklich durchziehen werden, wird so jeden Monat von Amazon ein Video in die deutschen Kinos kommen. Und Amazon will zusätzlich 4 bis 6 Wochen nach Kinostart, das heißt nach Kinostart, nachdem der Film das erste Mal im Kino lief, wollen sie die Videos bzw. die Filme schon auf Amazon Instant Video präsentieren. Und ja, ich persönlich finde das zwar gut, dass Amazon ins ja, Filmbusiness einsteigen will, belebt ein bisschen die Konkurrenz, werden die Filme vielleicht auch zum Teil ein bisschen besser. Nur dieses Vorhaben, dass schon 4 bis 6 Wochen nach Kinostart auf Amazon Instant Video zu bringen, finde ich jetzt doch ein bisschen, sag ich mal, gewagt. Denn ich persönlich denke mir da, wozu sollte ich da noch ins Kino gehen? Ich meine, wenn ich 4 bis 6 Wochen, ich kann jetzt 4 bis 6 Wochen auch warten, bis der Film auf Amazon Instant Video kommt. Und
warum sollte ich dann da noch ins Kino gehen? Deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, das könnte so ein bisschen, ja, sag ich mal, Probleme für die Kinos bereiten, wenn man die Filme schon kurz darauf auf Amazon Instant Video gucken kann. Ich meine, es gibt jetzt schon verschiedene Streaming-Seiten. Das merkt man schon direkt, dass die Kinos weniger Besucher bekommen durch die ganzen Streaming-Seiten, die es gibt. Nur viele Leute denken sich halt, ha, das ist illegal. Ich weiß nicht, ob das wirklich so legal ist. Haben halt Angst, dass sie so irgendeinen Abmahnbrief oder sowas bekommen. Obwohl das ja momentan noch so eine Grauzone ist, solange man halt nichts auf seinem PC wieder also zwischenspeichert, ist das ja komplett legal in Deutschland. Und ja, ich persönlich, ich weiß halt nicht, ob das so eine gute Idee ist, 4 bis 6 Wochen schon Dingens, weil ich meine, die Filme sind ja auch zum Teil, ich weiß gar nicht, 4 Wochen oder so sind sie ja auch zum Teil im Kino. Das heißt, der Film kann sein, dass der Film im Kino noch läuft, man den aber schon auf Amazon Instant Video gucken kann. Und dann denke ich mir auch halt, warum sollte ich dann noch ins Kino gehen? Dann zahle ich lieber die, was weiß ich, was ein Film heutzutage kostet. Ich glaube schon 8 Euro, wenn sie über 100, was weiß ich, Minuten gehen. Also für Überlänge zahlt man noch extra Loge und sowas. Und dann sagen wir mal einfach pauschal 8 Euro, 8 bis 9 Euro. Ich meine, für 8 bis 9 Euro, ich kenne jetzt die Preise von Amazon Prime nicht, aber ich meine, für 8 Euro ungefähr kriegt man schon Amazon Prime für einen Monat. Und dann, wenn ich mir Amazon Prime für einen Monat hole, dann kann ich die ganze Vielfalt von Amazon genießen, ohne, und ja, was heißt ohne? Das heißt, ganze Vielfalt von Amazon genießen, und wenn ich ins Kino gehe, habe ich halt nur den Film geguckt. Okay, man hatte dieses Kinoerlebnis, aber ich persönlich gucke mir auch lieber zu Hause auf der Couch oder im Bett irgendwelche Filme an, anstatt jetzt ins Kino zu gehen. Ich meine, okay, mit ein paar Freunden und so ist das halt natürlich geil, kann man immer noch machen. Aber ich denke mal, das wird doch eine große Einbuße auf die Kinobranche haben. Aber ich denke mal auch, wenn man das von Amazon-Seite betrachtet, ist das eigentlich gar keine schlechte Idee, beziehungsweise eine ziemlich geniale Idee. Denn dann werden sich viele Leute vielleicht überlegen, Amazon Prime zu holen. Alleine nur wegen Instant Video zum Beispiel. Und die ganzen Kinofilme dann auf Amazon zu gucken, wenn die denken, ja, Streaming sind die, finden die halt nicht so sicher, finden die vielleicht auch die Qualität nicht so gut. Und deswegen denken die sich, komm, hol ich mir Amazon Prime. Und dann haben sie Amazon Prime und wollen, was weiß ich, sagen wir mal, das neue Battlefield, haben wir ja vorhin gesagt. Fangen wir mal als Beispiel Battlefield holen. Dann gucken die so auf, was weiß ich, auf eBay oder anderen Seiten und sehen so, aha, das kostet so und so viel. Und dann gucken die bei Amazon, das ist, was weiß ich, sagen wir mal, 2-3 Euro teurer. Aber wenn ich mir denke, bei eBay zum Teil gibt es ja so Verkäufer, die einen betrügen, haben halt viele Leute Angst. Ja, was ist, wenn der das nicht losschickt? Und ja, ich bin mir nicht so sicher. Und dann gucken die, ich habe ja einen Amazon Prime Account. Was heißt, ich krieg nächster Tag Premium Versand kostenlos, weil ich habe ja Amazon Prime. Und denken die so, ja, Moment, Amazon ist relativ sicher. Also ich kenne noch keinen, der von Amazon betrogen wurde. Beziehungsweise, ja, es gibt ja auch andere Händler außer Amazon. Aber trotzdem, wenn man dann von Amazon bestellt und man hat es am nächsten Tag da, dann denken die sich vielleicht, ha, warum sollte ich jetzt irgendwas Gebrauchtes oder so auf eBay oder anderen Seiten, mir fällt momentan nur spontan nur eBay ein, kaufen, wenn ich es bei Amazon neu kriege und es ist am nächsten Tag da? Denn ich zum Beispiel müsste auf mein Advanced Warfare fast eine Woche warten. Ich habe es auch bei eBay gekauft. Also nach Release, ich glaube 45 Euro habe ich damals bezahlt. War halt ein gutes Angebot, wie ich fand. Und ja, man kriegt es halt umsonst. Ich weiß halt nicht, überleg gerade, denn bei Amazon, ich meine, wenn man Spiel ab 18 kauft, muss man noch 5 Euro oder so für diese Alterszertifizierung zeigen, wo man in diesem Paketboten seinen Ausweis zeigen muss. Ich weiß gar nicht, ob das mit Prime auch kostenlos ist. Würde nochmal 5 Euro sparen, man spart halt ziemlich viel über Amazon Prime. Und das ist, denke ich mal, ist auch so ein Hintergedanke von Amazon, dass sich halt viele Leute Amazon Prime holen, wegen Instant Video, und dann gucken die, ach ja, das ist, man hat ja gute Vorteile über Amazon Prime. Denn ich meine, wenn ich mir Netflix oder Maxdome-Account mache, was habe ich davon? Ich kann, sag ich mal, nur, in Anführungszeichen, Filme und Serien gucken. Wenn ich mir aber einen Amazon Prime-Account mache, kann ich halt die ganzen Vorteile von Amazon noch dazu nutzen. Deswegen werden wahrscheinlich viele denken, warum sollte ich sag jetzt einfach mal wie beim Kinopreis, 8, 9 Euro pro Monat für Netflix ausgeben, wenn ich 8 Euro oder 9 Euro für Amazon Prime ausgeben kann und noch die Amazon-Videos alle, die Amazon-Vorteile alle kostenlos kriege, oder exklusiv kriege und zusätzlich noch die Amazon-Filme im Kino, also die im Kino waren, gucken kann, warum soll ich mir noch was anderes holen? Und wenn man dann sowieso einen Amazon Prime-Account hat und sieht, ach ja, diese Vorteile von Amazon sind eigentlich gar nicht so geil, sind eigentlich geil, und dann denken die sich die Leute, ja komm, machst einen Jahresvertrag oder 2 Jahre oder was weiß ich, wie lange sich das dann holen, und somit rentiert sich das für Amazon wieder. Und ich denke mal, damit hat Amazon eigentlich
ja, eine gute Strategie gemacht. Nur ich weiß halt nicht, ob das wirklich so gut fürs Kino ist, wenn die Filme schon so kurz nach Kinostart in Amazon Prime zu sehen sind. Okay, es gibt auch, ich weiß gar nicht, jetzt glaube ich, ein halbes Jahr später oder so, gibt es die meistens sowieso auf DVD oder Blu-ray. Aber trotzdem, so 4 bis 6 Wochen, so 2 bis 3 Monate würde ich noch okay finden, aber sonst ein bisschen knapp. Und das war's auch schon mit dem Video, bin jetzt schon ein bisschen was über 10 Minuten. Ich bedanke mich, wenn du oder ihr bis hierhin geguckt habt. Und ich würde es nett finden, wenn ihr mir mal einen Kommentar schreiben würdet, was ihr zu dem Thema findet, ob ihr 6 bis 8 Wochen doch ein bisschen kurz oder findet oder ob ihr findet, das ist okay oder ob ihr denkt, ah, Amazon braucht keine Filme zu machen, es gibt so genug Filmstudios. An dieser Stelle bedanke ich mich bei dir oder euch recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und seid nächste Woche dabei und schaltet wieder ein. Ciao!